Hallo, heute geht es wieder um ein spannendes Thema. Ein Kunde hat bei mir ein Problemchen gehabt. Der hat Einzelfundamente mit 3D-Körpern gezeichnet. Und hat dann gesagt, er hat alle Attribute übernommen von Fundamenten und auch die Oberflächeneigenschaften, also die Surface, also die Oberfläche, wie es in der Animation ist, aber auch die Stielflächen und so weiter und so fort. Er hat alles übergeben. Das Einzige, was ist, es ist jetzt kein Architekturbauteil, sondern ein 3D-Körper. Das Problem war dann das, dass er ein Beschriftungsbild von mir hatte, das automatisch die Oberkante und Unterkante beschriftet hat. Das erkennt Allplan an den Architekturbauteilen, wo die Ober- und Unterkante ist. Ja, beim Quader funktioniert das nicht, weil den Quader könntest du theoretisch drehen. Was ist dann die Oberkante, was nicht? Gut, absolut, erkennen wir alle, aber das funktioniert in diesem Fall einfach so nicht. Jetzt zeige ich einfach mal 1 Meter. Das ist natürlich quer. 1 auf 1 Meter, machen wir mal so. 0,5 haben wir das als Einzelfundament. Und das kopieren wir uns jetzt einfach mal 5 Mal. Von hier nach hier. Ach komm. So, jetzt haben wir es halt öfters kopiert. Und straight upwards einfach so erstellt. Wir sehen es in der Animation. Jetzt haben wir diese 3D-Körper. Also wie gesagt, er hat schon alles gegeben gehabt und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, okay, soll ich das alles löschen und neu machen? Ich habe gesagt, jein. Machen wir es mal so. Wir wandeln die 3D-Körper in Ebenen um, weil dann haben wir wenigstens die Höhen abgespeichert. Denn die können ja alle komplett anders sein. Da geht es einfach mal in die Seitenansicht rein und ändert es einfach mal irgendwie random ab, damit man was sieht. Okay, die haben einfach alle andere Höhen, diese Einzelfundamente. Und ja, wenn man da schon viel Zeit reingesteckt hat, vor allem wenn es bloß auf 2, 3 Zentimeter kommt und man erkennt den Unterschied fast nicht, dann wäre es natürlich blöd, wenn man da jetzt wieder Zeit verschwenden müsste. So, man sieht, wir haben jetzt einfach unterschiedliche Höhen und die wollen wir natürlich jetzt nicht verlieren. Natürlich können auch die Einzelfundamente von der Abmessung her größer und kleiner gewesen sein. Ist aber jetzt in diesem Beispiel egal. Hier sehen wir jetzt, wie die schön verrückt aneinander versetzt sind. Und ich habe zu ihm gesagt, also wandelt das Ganze um. Ihr gebt dazu wirklich genau das in den Suchbefehl ein, weil der Befehl ist standardmäßig nicht in der Actionbar vorhanden. Also wir schreiben 3D-Körper in Ar. Und dann müsste schon kommen. Und dann kommt dieser Befehl, den klicken wir einmal an. Wir können das Ganze dann jetzt schließen, weil die Funktion haben wir schon ausgeführt. Und jetzt wird gefragt, welche 3D-Körper wollen wir denn wandeln? Wir können natürlich jetzt wieder rechtsklicken auf die Zoom-Funktion und dann hier einzeln klicken. Wir können aber auch nochmal die Funktion ausführen und sagen, okay, wir markieren in blau oder in grün und so weiter und so fort. Wir können Filter verwenden. Hauptsache, wir erwischen nur die Einzelfundamente als 3D-Körper, die wir in Ebenen umwandeln wollen. So, jetzt haben wir das Ganze gemacht und jetzt können wir einfach in den Rohbau gehen oder in euren Assistenten und könnt ein Einzelfundament auswählen. So, nehmen wir mal links oben die Ecke. Wir gehen hier noch rein, wählen noch, genau. Wichtig ist, dass hier der Bezug der Oberkante auf die obere Ebene ist und hier auf die untere Ebene und dass hier eine 0 steht und hier eine 0. Gut. Dann haben wir das Ganze. Jetzt könnte man hier noch die Größen eingeben, die weiß ich jetzt auswendig gar nicht mehr. Ich glaube, es war 1 auf 1 Meter. Die Höhe ist völlig egal. Und dann können wir das Ganze einfach mal absetzen. So, ich verschiebe mir das jetzt hier an dem Eckpunkt hier rein. Klicke einmal das Einzelfundament an, bis hierhin. Und das erste Einzelfundament ist fertig. Jetzt könnte ich zum Beispiel einen Doppelrechtsklick machen, aber bei mir kann ich jetzt einfach ja, auf Kopieren gehen. Und wenn ich das hier so reinkopiere, dann sieht man, dass die Höhen jetzt gespeichert wurden, weil diese in Ebenen umgewandelt worden sind. Diese Umwandlung von 3D-Körpern in Ebenen ist wirklich eine super Geschichte, vor allem wenn man zum Beispiel Vuten benutzt oder teilweise Rampen oder. Also, ihr könnt es für alle Sachen verwenden. Ihr könnt es einfach Körper zeichnen und dann sagen, okay, und jetzt wandelt es mir in Ebenenpaare um. Dann habt ihr immer die obere und untere Kante. Ja, oder stellt euch vor, eine Bodenplatte ist dann irgendwo, hat einen Sprung und ist versetzt. Und da könnt ihr dasselbe auch anwenden. Ich würde mich über einen Daumen freuen, über ein Abo und ja, zeigt es am besten auch euren Kollegen, damit die auch davon profitieren von dem Wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald, euer Peter. Ciao, ciao, servus.